Hey, schön, dass du beim heutigen Pilates und Mobility Workout dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Heute nehmen wir uns 40 Minuten Zeit für einen sanften Flow, der deine Beweglichkeit verbessern wird. Vor allem, wenn du viel sitzt oder auch immer wieder die gleichen Positionen einnimmst, ist dir deine Wirbelsäule für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dankbar. Denk daran, dass ich alle Übungen spiegelverkehrt mache, damit du leichter mitmachen kannst. Du folgst also, was rechts und links angeht, meiner Stimme und nicht dem Bild. So, mach dich bereit, es geht los. Komm an das kurze Ende deiner Matte. Aufrechter Stand, Füße hüftbreit und dein Steißbein Richtung Boden. Aktivier dein Powerhouse, zieh deinen Bauchnabel rein, kreise die Schultern einmal zurück. Und mit der Ausatmung kreise die Schultern nach vorne, roll dich nach unten ab, Wirbel für Wirbel tief gehen, bis die Finger auf dem Boden sind. Halte kurz hier. Und mit der nächsten Ausatmung komm wieder hoch, roll dich auf. Kreise deine Schultern nach hinten weg, einatmen. Ausatmen, kreise die Schultern nach vorne, zieh dein Kinn zur Brust und roll dich ab. Wenn du die Beine nicht strecken kannst, beug sie einfach und komm wieder hoch. Richte dich auf, einatmen, Schultern zurück, mach dich groß. Und ausatmen, Schultern vor, geh tief, lass die Arme einfach locker hängen. Lass die Beine gestreckt, Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Und dann komm langsam wieder hoch. Einatmen, Schultern zurück, zwei Stück noch. Ausatmen, Schultern vor. Nimm deinen Blick immer mit. Sitzbeinhöcker Richtung Decke, roll dich wieder auf. Ein letztes Mal einatmen, die Schultern zurück. Ausatmen, die Schultern vor, Kinn zur Brust und langsam tief. Versuch jedes Mal ein bisschen tiefer zu kommen und dann rollst du dich auf. Die Schultern noch einmal zurückkreisen, aufrechter Stand und bring deine Hände dann an deinen Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen weit. Zieh dein Steißbein Richtung Boden. Mit der nächsten Einatmung linkes Bein vorsetzen. Ausatmen, rotiere über dein linkes Bein weg und wieder zurück. Setz das Bein zurück. Rechtes Bein nach vorne. Rotiere im Oberkörper über dein rechtes Bein und wieder zurück. Versuch so aufrecht wie möglich zu stehen. Beide Füße sind auf dem Boden. Immer im Wechsel. Rechtes Bein vor, beide Beine gestreckt. Rotiere im Oberkörper. Beide Hüftknochen zeigen immer noch nach vorne. Drei Stück noch. Ein Schritt vor. Rotiere bei der Ausatmung. Aktiviere dein Powerhouse. Zieh deinen Bauchnabel rein. Und ein letztes Mal. Dann setzen wir das linke Bein wieder nach vorne. Achtung, setze dein linkes Bein vor, lehn dich leicht nach vorne, nimm die Arme nach oben und streck dein rechtes Bein in eine Standwaage. Ausatmen, Arme hoch, Bein weit wegstrecken und ein wieder tief. Ausatmen hoch, du bist eine Diagonale von den Fingerspitzen zu der Fußspitze. Ausatmen hoch und wieder zurück. Du darfst dein linkes Bein ruhig leicht beugen. Streck die rechte Fußspitze weit weg von dir, dein Blick zum Boden. Und zieh dein Kinn leicht rein, ausatmen hoch und ein wieder tief. Die Handflächen zeigen zueinander. Dann beuge beide Beine, lehn dich noch ein Stückchen weiter nach vorne im Oberkörper, Bauchnabel reinziehen, Powerhouse aktivieren. Und jetzt schiebst du die Arme lang nach vorne, Handflächen zueinander und die Handflächen wieder zueinander hinter deinem Gesäß. Einatmen, schieb die Arme lang nach vorne und ausatmen nach hinten weg. Die Arme bleiben gestreckt. Einatmen vor, eine Linie, ausatmen zurück. Vier Stück noch. Halte die Spannung vom Rumpfbereich. Drei mehr. Schieb dein Po nach hinten raus. Die letzten zwei. Und ein letztes Mal. Komm wieder hoch. Sehr gut. Bring jetzt dein rechtes Bein nach vorne.
Auch hier kommen wir in eine Standwaage. Zieh dein Steißbein nach vorne und dann bring die Arme lang nach oben. Streck dein linkes Bein. Ausatmen, hochstrecken, eine Diagonale. Einatmen, wieder tief, die Fußspitze auf dem Boden. Denk daran, dass du dein Powerhouse aktiviert hast. Fall nicht ins Hohlkreuz. 4 Stück noch. Ausatmen, strecken. Und ein zurück. Beide Hüftknochen sind parallel zueinander. Die letzten 2. Und einer mehr. Das Bein weit weg, den Arm weit weg. Stell den Fuß ab, drück dein Gesäß nach hinten raus und beuge beide Beine. Lass den Rücken lang und gerade. Die Arme kommen tief und dann ausatmen. Schieb die Arme auseinander und dann zieh die Arme wirklich zusammen nach oben. Bring die Schulterblätter zusammen, deine Handflächen zeigen nach vorne. Dein Blick geht zum Boden. Ausatmen, hochziehen, 4 Stück noch. 3 mehr. Streck die Arme so gut du kannst. 2 Stück. Und ein letztes Mal. Richte dich auf. Stell dich hin, roll dich nach vorne ab. Und dann bleib unten. Schüttel deinen Kopf aus. Ja, nein, vielleicht. Und wenn du möchtest, kannst du die Beine auch beugen. Ansonsten streckst du sie. Und mit der Ausatmung schiebe deinen linken Arm nach oben, ein zurück. Und ausatme den rechten Arm, Fingerspitzen Richtung Decke. Nimm deinen Blick mit, arbeite aus der Wirbelsäule. Ausatmen, rotieren. Beide Arme sind auf einer Linie. Einen nach oben, einen nach unten, 3 Stück. 2 mehr, die Sitzbeinhöcker immer noch Richtung Decke. Und ein letztes Mal. Bleib tief und krabbel nach vorne. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Sehr gut. Deine Hände sind unter deiner Schulter, deine Knie unter deiner Hüfte. Zieh den Bauchnabel rein. Deine Füße aufgestellt. Ausatmen, drück die Knie nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung komm in einen Upstretch. Einatmen, geh wieder tief. Mit der nächsten Ausatmung einmal die Knie lösen, lass den Rücken gerade. Und mit der nächsten Ausatmung in den Upstretch. Bring deine Brust Richtung Füße, streck dich und geh wieder zurück. Ausatmen, Knie lösen, ein zurück, ausatmen, Upstretch. Den Rücken lang machen, die Beine lang machen. 2 mehr. Dein Blick geht zum Boden. Lass die Arme gestreckt. Und ein letztes Mal. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Deine Füße sind weiterhin aufgestellt. Powerhouse aktivieren, Beckenboden anspannen. Und jetzt bringst du bei der Ausatmung dein linkes Bein im rechten Winkel nach oben. Gehst wieder tief und mit der nächsten Ausatmung seitlich öffnen und wieder tief. Ausatmen nach oben Richtung Decke und mit der nächsten Atmung zur Seite öffnen. Ausatmen hoch, ein zurück. Du arbeitest nur aus deinem Gesäß. Denk daran, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. 3 Stück noch. Drück deine Schulterblätter auseinander, lass die Arme gestreckt. Die letzten 2 ausatmen im Pointeau nach oben und zur Seite weg. Ein letztes Mal, dann kommen wir auf die Unterarme. Setz das Bein ab, komm auf die Unterarme und dann streck dein linkes Bein. Drück die Ferse weg, zieh den Bauchnabel rein, leg dein rechtes Bein ab oder stell es auf. Und dann mit der Ausatmung schieb dein Bein lang nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung schieb deinen rechten Arm nach vorne. Ausatmen, linkes Bein hoch. Und nächste Ausatmung, rechten Arm lang nach vorne. Immer im Wechsel. Mach dich so lang es geht. 5 Stück noch. Fall nicht in ein Hohlkreuz. Die letzten 4. Dein Becken bleibt gerade.
Spür, wie du in dein Gesäß arbeitest und dann mit der Schulterstabilisation arbeitest. Die letzten zwei, drück die Schulterblätter auseinander. Dein Blick geht zum Boden. Ein letztes Mal und dann zieh dich in die Kindsposition. Streck noch einmal den Arm nach vorne, ausatmen. Ein zurück. Geh auf deine Knie, setz dich nach hinten weg auf die Fersen. Mach den Rücken schön lang, die Arme lang nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung krabbel mit den Händen zu deiner linken Seite. Lass den Po weiterhin auf deinen Fersen und spür die seitliche Dehnung. Mit der nächsten Ausatmung krabbel zurück und geh zur rechten Seite. Lass die Arme gestreckt, geh noch ein bisschen mehr in die Seite rein. Noch einmal jede Seite, krabbel zurück, nach links. Drück die Brust Richtung Knie, lass den Kopf hängen und ein letztes Mal nach rechts. Komm zur Mitte zurück und dann komm auf deine Hände, Vierfüßlerstand. Powerhouse aktivieren, Beckenboden anspannen und jetzt streckst du dein rechtes Bein. Dein rechtes Bein kommt jetzt im rechten Winkel nach oben, Pointo. Und mit der nächsten Atmung schiebe dein rechtes Bein zur Seite auf. Ausatmen nach oben, ein zurück und ausatmen seitlich öffnen, ohne dass du wegkippst mit der Hüfte. Immer im Wechsel. Dein linker Fuß kann ruhig aufgestellt sein. Drei mehr. Ausatmen hoch. Ein zurück. Die letzten zwei. Bleib stabil im Oberkörper. Und ein letztes Mal und dann gehen wir auch hier auf die Unterarme. Setz dein Knie ab. Komm auf die Unterarme. Und streck dein rechtes Bein lang weg. Drück die Ferse weg. Powerhouse aktivieren, ausatmen. Mit der Ausatmung schieb dein Bein nach oben. Ein zurück. Und mit der nächsten Ausatmung linken Arm lang nach vorne. Und wieder zurück. Ausatmen das rechte Bein hoch. Ein zurück. Und ausatmen den linken Arm lang nach vorne schieben. Immer im Wechsel. Und vor. Gut, 5 Stück noch. Dein rechtes Bein bleibt die ganze Zeit gestreckt. Du drückst die ganze Zeit die Ferse weg. Die letzten 4. 3 mehr, ausatmen hoch. 1 zurück. 2 schaffst du noch. Denk an deine Rumpfstabilität. Deine Ellenbogen genau unter der Schulter. Sehr gut. Absetzen, Knie nebeneinander und geh nach hinten weg in die Kindsposition. Halte. Schiebe jetzt die Arme nach hinten, Finger ineinander und zieh die Arme Richtung Decke. Du kannst dich ruhig von rechts nach links bewegen im Oberkörper, was auch immer dir gut tut. Und dann komm nochmal nach vorne in den Vierfüßlerstand, deine Finger ineinander, auf die Unterarme kommen und leg deine Stirn in deine Hände. Wir kippen nur mit dem Becken. Katze, Kuh, mach dich so rund wie es geht, zieh den Bauchnabel rein und einatmen, bring den Bauchnabel Richtung Matte. Ausatmen, rund machen und einatmen Richtung Matte. Du darfst ruhig in deinem eigenen Tempo arbeiten. Wenn du mit mir gehst, sind es noch 4 Stück. 3 mehr. Lass den Kopf ruhig liegen. Die letzten 2 und dann drücken wir uns wieder hoch auf unsere Hände in den Vierfüßlerstand. Bleibe mittig. Stabil vom Rumpfbereich bleiben. Drück dich auf deine Hände, Hände unter Schulterblatt. Ausatmung, schieb deinen linken Arm nach oben Richtung Decke. Mit der nächsten Ausatmung den rechten. Und jetzt gehen die Hände einzeln einmal nach vorne auf dem Boden. Schieb den Arm weit nach vorne. Wieder zurück.
anderen Arm nach vorne. Und wir beginnen von Anfang an. Rotiere im Oberkörper, linker Arm nach oben, zur Mitte zurück, ausatmen, rechter Arm nach oben. Ausatmen, linke Hand nach vorne, ein wieder zurück und ausatmen, rechte Hand, so weit wie es geht nach vorne, ohne dass du ins Hohlkreuz fällst. Drei Wiederholungen noch. Es sind vier verschiedene Bewegungen. Geh jetzt mit den Händen nach vorne einzeln. Zieh zurück, rechter Arm nach vorne, lass den rechten Arm gestreckt und komm zurück. Zwei mehr. Nimm deinen Blick mit nach oben, wenn du rotierst. Links vor. Und ein letztes Mal. Atme in den seitlichen Brustkorb dabei. Einmal nach vor, zurücksetzen und komm auf deine Fersen. Setz dich hin. Wenn das unbequem für dich ist, dann setz dich vielleicht einfach auf deinen Po. Richte dich auf im Oberkörper. Scheitel Richtung Decke und bring deine Hände an den Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen weit und neige dich zur Seite weg. Von einer zur anderen Seite. Deine Ellenbogen Richtung Taille. Ausatmen zur Seite weg. Ein zur Mitte zurück. Und dann zur anderen Seite. Vier Stück noch. Drück die Brust raus. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und hoch. Zwei mehr. Und ein letztes Mal. Komm zur Mitte zurück, nimm die Arme tief und komm auf deine Knie. Setz dein rechtes Knie nach vorne, bring dein Steißbein zum Boden, Powerhouse aktivieren, nimm die Arme vor und mit der nächsten Ausatmung schieb dich nach vorne und mit der Einatmung nach hinten weg streck dein rechtes Bein. Ausatmen vor, über das rechte Bein, einatmen, lehn dich im Oberkörper vor, zieh die rechte Fußspitze Richtung Gesicht. Zieh dich vor und geh nach hinten weg, spür die Rückseite deines Beines. Streck den Rücken lang, vier Stück noch, vorziehen, öffne den Hüftbeuger und dann dehne die Beinrückseite. Drei mehr. Und ein letztes Mal, geh nach vorne und schieb dich zurück. Sehr gut. Wir wechseln das Bein. Stell das linke Bein nach vorne auf. Nimm die Arme vor. Stell den Fuß hinten auf, zieh dich nach vorne und dann drück dich nach hinten, Po nach hinten, streck dein linkes Bein. Ausatmen nach vorne, öffne den rechten Hüftbeuger und geh zurück. Ausatmen vor, Po nach hinten weg, Rücken gerade, wieder nach vorne. Fünf Stück noch, ausatmen durch den Mund, einatmen durch die Nase. Mit jedem Mal versuchst du die Bewegung größer zu machen. Gleich geschafft und dann setzen wir uns auf den Po. Ein letztes Mal. Sehr gut. Setz dich auf dein Gesäß. Streck die Hände nach hinten, Fingerspitzen zeigen zur Seite, drück die Brust raus, zieh den Bauchnabel rein, ausatmen, zieh die Beine nach oben in einen rechten Winkel, ein wieder abstellen und jetzt rotiere mit deinem rechten Arm zum linken rüber, geh zur Mitte zurück und jetzt rotiere mit deinem linken Arm zum rechten. Komm wieder zur Mitte zurück, ausatmen, hebe die Beine hoch, ein tief, dein rechter Arm geht zum linken. Geh zurück, rotiere zur anderen Seite und zur Mitte zurück. Ausatmen, Beine hoch. Halte dein Powerhouse stabil.
Lass die Arme gestreckt. Nimm deinen Blick mit. 3 Wiederholungen noch. Ausatmen, Beine hoch. 1 zurück. Rotation zur einen Seite. Zur Mitte zurück. Ausatmen, Rotation zur anderen Seite. Zurück, die letzten 2. Drück die Brust raus, die Schultern weg von den Ohren. Und ein letztes Mal. Sehr gut, komm zur Mitte. Streck die Beine lang aus und öffne die Beine weiter auseinander, als ob du ein V bilden willst. Scheitel Richtung Decke, Arm nach vorne, Handflächen zeigen nach vorne. Ausatmen, zieh dich in einen Spine-Stretch. Geh wieder hoch, stelle dein linkes Bein auf und rotiere es nach innen. Wieder zurück und lang strecken. Spine-Stretch. Wieder aufrichten, stelle dein rechtes Bein auf. Klapp dein Knie nach innen, rotiere im Oberkörper leicht weg und wieder zur Mitte. Zurück zum Spine-Stretch. Ausatmen vor, einatmen strecken. Ausatmen, linkes Knie nach innen kippen und wieder zurück. Ausatmen, Spine-Stretch, zieh dich nach vorne und dann dein rechtes Bein. Aufstellen, Knie nach innen, Oberkörper leicht wegdrehen. Immer im Wechsel. Richte dich vom Oberkörper so gut es geht auf, wenn du rotierst von der Hüfte. 3 Stück noch, Spine Stretch. Dann mit dem linken Knie arbeiten. Ausatmen, Spine Stretch. 2 mehr. Die Arme bleiben die ganze Zeit nach vorne gestreckt. Ein letztes Mal. Ausatmen, Spine Stretch. Richte dich auf. Und zurück. Sehr gut. Bring die Beine zusammen und leg dich auf deinen Rücken. Greife unter die Kniekehlen. Rolling like a ball, nur zur Hälfte. Dann streckst du einmal die Beine nach oben, zieh sie wieder ran und roll dich wieder auf. Auf deinen Sitzbeinhöckern balancieren. Nimm die Arme auseinander und bring sie wieder zu deinen Knien. Ein halber Rolling like a ball, einatmen, ausatmen, Beine nach oben strecken, wieder zurück, roll dich wieder nach oben auf, zieh dich hoch, balanciere auf deinen Sitzbeinhöckern, öffne die Arme zur Seite, Schulterblätter zusammen und wir gehen wieder tief. Einatmen, tief und abrollen, ausatmen, streck die Beine nach oben und dann roll dich wieder auf, komm auf deine Sitzbeinhöcker. Und dann einmal die Hände weg von deinen Knie, öffne und geh wieder zurück. Du kannst leicht rund bleiben vom Oberkörper. Streck die Beine nach oben, wieder zurück. Ausatmen, zieh dich hoch, roll dich auf. Einatmen, ausatmen, öffne die Arme und zurück. Einer mehr, geh tief, ein halber Roll down. Einmal die Beine nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung hochziehen. Ausatmen, Arme zur Seite weg und zurück. Ablegen, auf den Rücken kommen. Stell deine Füße auf und klapp die Knie von rechts nach links. So, dass es sich gut für dich anfühlt. Lass die Schultern tief, lass den Kopf liegen. Arbeite in deinem eigenen Tempo. Und dann stell die Füße wieder auf. Bring deine Hände an den Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen. Und strecke deine linke Fußspitze Richtung Decke. Langes Bein. Kreise dein Bein einmal. Wieder nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung zieh dich in einen Chest ab. Ein zurück. Ausatmen. Single Leg Circle. Und mit der nächsten Ausatmung in einen Chest ab. Löse die Schultern vom Boden. Lasse deine Hüfte gerade dabei. Circle. Ausatmen, Chest ab, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und zieh hoch. Versuch nicht an deinem Nacken zu ziehen, arbeite aus der Bauchmuskulatur.
Du kannst dein Bein auch anwinkeln, wenn dir das zu viel ist, dein Bein gestreckt zu halten. Ausatmen, rotiere. Ausatmen, Chest up. Und zurück. Immer im Wechsel. Bleib stabil von der Hüfte. Lass dein Powerhouse aktiv. Setz dein linkes Bein auf das rechte Bein ab. Drück dein linkes Knie weit nach außen weg. Zieh den Bauchnabel rein zur Matte. Halte die Spannung, ausatmen, dein rechtes Bein hebst du jetzt vom Boden und ein, zurück. Ausatmen, zieh beide Beine ran Richtung Oberkörper und zurück. Spür, wie du deine linke Gesäßhälfte dehnst und dein Bauch gleichzeitig arbeitet. Ausatmen, zieh ran und ein, tapp den rechten Fuß wieder auf den Boden. Zieh ran und zurück. Deine Schultern und dein Kopf bleiben ganz locker auf der Matte. Stell den Fuß wieder ab, drück dein Knie noch mal ein bisschen mehr nach außen und mit der nächsten Ausatmung schieb dich in eine Pobrücke, Schambein zur Nase ein, roll dich ab, Wirbel für Wirbel. Ausatmen, zieh dich hoch in die Pobrücke. Drück dein linkes Knie weit nach außen weg und geh wieder tief. Beide Hüftknochen sind parallel zueinander. Zieh dich hoch und geh wieder tief. 5 Stück noch. Die letzten 4. Arbeite in dein Gesäß, arbeite in deine Beinrückseite. 3 Stück, ausatmen hoch, ein durch die Nase tief. 2 mehr. Und ein letztes Mal. Absetzen. Stell dein linkes Bein wieder auf und streck dein rechtes Bein lang nach oben. Bring deine Hände an den Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen. Deine rechte Fußspitze zeigt Richtung Decke. Oder du kannst das Bein auch anwinkeln, wenn dir das zu viel ist, es gestreckt zu halten. Single Leg Circle aus der Hüfte und mit der nächsten Ausatmung zieh dich in einen Chest ab. Ein wieder tief. Ausatmen, kreise dein Bein zur Seite weg. Nächste Ausatmung, Oberkörper nach oben ziehen. Ausatmen, Single Leg Circle. Und dann Chest Up, Bauchnabel Richtung Matte drücken. Immer im Wechsel, 4 Stück noch. Dein Bein ist lang gestreckt, deine Fußspitze weg von dir. Die letzten 3. Ausatmen hoch, ein tief und kreise aus dem Hüftgelenk, ohne das andere Knie wegzudrehen. Und dann stell das Bein aufs andere ab, drück dein Knie weit nach außen. Dein linkes Bein ist aufgestellt, Bauchnabel rein und mit der nächsten Ausatmung ziehe dein linkes Knie Richtung Brust, löse den Fuß vom Boden. Und ein Tap wieder. Ausatmen, ranziehen. Und ein wieder zurück. Ausatmen, Knie Richtung Brust. Lass den Oberkörper liegen. 5 Stück noch. Die letzten 4, bevor wir auch hier in eine Pobrücke kommen. Versuch mit jedem Atemzug ein bisschen näher ranzuziehen. 2 mehr. Und ein letztes Mal, dann stellst du den linken Fuß wieder auf. Drück dein rechtes Knie nochmal ein bisschen weiter weg von dir. Ausatmen, schieb den Po nach oben, Schambein zur Nase. Und einatmen, Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Ausatmen, hochziehen. Du bist eine Linie von der Schulter bis zum Knie. Ausatmen, hoch. Und ein tief. Beide Hüftknochen parallel zueinander. 4 Stück noch. 3 mehr. Dein linker Fuß ist komplett aufgestellt. Zwei Stück noch und dann rollen wir uns nach oben wieder auf. Ein letztes Mal ausatmen, Po hochdrücken. Einatmen, geh wieder tief.
Stell beide Füße ab. Zieh die Knie ran und dann roll dich auf. Greif unter deine Knie. Und dann bring deine Fersen zusammen, Knie auseinander, greif von innen an deine Knöchel. Und dann mit der Einatmung geh nach hinten weg, ausatmen, zieh dich hoch. Seal. Einatmen tief, ausatmen hoch. Roll über deine Wirbelsäule bis zu deiner Schulter und dann wieder hoch. 5 Stück noch. Ausatmen hoch. Balanciere auch hier wieder auf deinen Sitzbeinhöckern. Bleib rund vom Oberkörper. Und komm mit Schwung nach oben. Und ein letztes Mal. Sehr gut, stell die Füße auf. Und dreh dich auf deinen Bauch. Bring deine Hände entweder neben deine Brust oder ein bisschen weiter nach vorne, dein Blick nach unten. Drück dein Schambein tief Bauchnabel rein. Ausatmen, schieb dich im Oberkörper leicht nach oben und ein wieder tief. Ausatmen hoch und einatmen tief. Die Schulterblätter sind weit weg von deinen Ohren. Schieb sie tief Richtung Taille. Ausatmen hoch. Und zurück. Mir ist wichtig, dass du nicht den unteren Rücken merkst. Zieh deinen Bauchnabel nochmal mehr rein. Solltest du immer noch den unteren Rücken merken, komm nicht so hoch im Oberkörper. Ausatmen hoch, die letzten 3 und dann halten wir oben. Schieb dich nach oben, drück die Unterarme tief. Halte oben, Bauchnabel nochmal rein, Ellenbogen unter der Schulter und dann strecke jetzt ein Bein nach oben. Ausatmen, zieh das Bein hoch und mit der nächsten Ausatmung das andere. Im Pointoe, immer im Wechsel. 8 Stück noch, die Bauchdecke gelöst vom Boden. Die letzten 6, schieb dein Brustbein nach vorne. 4 mehr. Blick nach vorne. 3, 2, ein letztes Mal. Und absetzen. Sehr gut. Komm tief, Brust auf den Boden. Und dann deine Hände an den Hinterkopf. Dein Blick nach unten. Öffne die Ellenbogen nach oben. Und dann schiebe die Arme lang zur Seite bis auf Schulterhöhe und bring die Hände zurück an den Hinterkopf. Geh mit den Ellenbogen wieder tief. Ausatmen, Ellenbogen hoch. Streck die Arme zur Seite und einen Ellenbogen zurück und komplett ablegen. Ausatmen, Kopf lösen, Ellenbogen nach oben, Arme zur Seite strecken, einatmen zurück und komplett ablegen. Ausatmen hoch, streck die Arme auf Schulterhöhe weit weg und wieder tief. Bauchnabel reinziehen, Schambein tief drücken. Einer mehr. Arme zur Seite weg. Wieder ranziehen. Und tief. Sehr gut. Drück dich nach oben in einen Mermaid-Sitz. Dein rechtes Bein vorne, dein linkes zur Seite angewinkelt, drück beide Sitzbeinhöcker tief, zieh den Bauchnabel rein. Setz deinen rechten Arm zur Seite weg und dann schieb die Hüfte vor, linken Arm lang nach oben. Einatmen, wieder tief und rotiere zu deiner linken Seite weg. Zur Mitte zurück. Rechten Arm nach hinten, ausatmen, schieb die Hüfte vor, Po nach oben drücken und rotiere zu deiner linken Seite weg. Denk nochmal daran, dass ich alles spiegelverkehrt von dir mache. Ausatmen, drück dich hoch, öffne deinen Hüftbeuger. Einatmen, ausatmen, über die Seite wegrotieren, richte dich auf. 3 Stück noch. Die letzten 2. Versuche eine lange Linie zu sein, von der Fingerspitze bis zum Knie und zurück. Ein letztes Mal und dann setzen wir beide Hände nach vorne. Ausatmen, rotiere im Oberkörper zur linken Seite. Komm zur Mitte zurück und setze beide Hände vor dir ab. Brust
Brust raus. Einatmen, lehn dich nach vorne und ausatmen, drück dich wieder hoch. Einatmen, geh tief, Ellenbogen zur Seite und drück dich wieder hoch. 4 Stück noch. Einatmen tief und ausatmen. Die letzten 2 und dann wechseln wir die Seite. Einer mehr. Drück dich hoch. Bring deine Hände an den Hinterkopf. Öffne deine Ellenbogen. Und mit der nächsten Ausatmung wechsel die Beine, ohne die Arme dazu zu nehmen. Sehr gut. Drück wieder beide Sitzbeinhöcker tief. Richte dich auf, nimm die Arme tief. Und auch hier gehen wir jetzt nach hinten weg. Richte dich auf, Bauchnabel rein. Linken Arm nach hinten, rechten nach oben, drück die Hüfte vor. Einatmen, geh wieder tief. Und ausatmen, rotier über dein rechtes Bein weg. Einatmen, rechten Arm nach oben, Hüfte nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung über die Seite wegrotieren. Zieh dich hoch. Streck den rechten Arm lang nach hinten. Zur Seite weg. 3 mehr. Beide Sitzbeinhöcker tief drücken. Und 2 Stück noch. Durch den Mund ausatmen. Hüfte vor. Rotation. Scheitel Richtung Decke. Mach dich lang, mach dich groß. Zur Seite weg. Achtung. Setze beide Hände nach vorne. Bleib im Mermaid-Sitz. Einatmen. Lehn dich im Oberkörper vor. Und ausatmen. Drück dich wieder hoch. Geh tief. Und drück dich hoch. Die Bewegung findet nur im Oberkörper statt. Lass die Beine, wo sie sind. Ein letztes Mal tief gehen. Hochdrücken. Und geschafft. Setz dich auf deinen Po. Bring deine Hände an deine Knie. Lehn dich leicht nach hinten weg. Mit der nächsten Ausatmung zieh deinen linken Arm nach oben. Ein zurück. Und mit der nächsten Ausatmung den rechten. Öffne deinen Brustkorb. Dann löst du einmal die Beine vom Boden und stellst sie wieder ab. Linken Arm nach hinten weg. Rechten Arm nach hinten weg. Als ob du in die Ecke deines Raumes greifen möchtest. Und dann zieh die Knie hoch und stell sie wieder ab. Rotation. Zur Mitte zurück. Zieh den Bauchnabel die ganze Zeit Richtung Wirbelsäule. Ausatmen, Beine nach oben. Und ein wieder tief. 2 Stück noch. Ausatmen, Beine hochziehen. Zurück, ein letztes Mal. Streck den Arm so gut du kannst. Lehn dich nach hinten weg. Zieh die Knie hoch. Halte oben. Nimm die Arme nach vorne. Handflächen zeigen nach unten und pump die Arme auf und ab. Die Bewegung findet nur aus den Armen statt. Atme ein für 5. Und atme aus für 5 Pumpbewegungen. Bleib stabil vom Rumpf. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Absetzen. Sehr gut. Streck die Beine vorne aus. Zieh dich nochmal in einen Spine-Stretch. Richte dich auf und schiebe die Arme zur Seite weg. Einatmen. Ausatmen, Spine-Stretch. Zieh den Bauchnabel rein. Richte dich wieder auf und die Arme zur Seite öffnen. Die Handflächen zeigen zueinander. Dann zeigen die Handflächen tief. Zieh dich wieder hoch. Öffne die Arme. 3 Stück noch. Mach dich rund. Zieh die Schulterblätter auseinander. 2 mehr. Und ein letztes Mal Scheitel Richtung Decke. Sehr gut. Setz dich in einen Schneidersitz. Nimm die Arme tief und bring dann den rechten Arm lang nach hinten. Kreise ihn und kreise ihn wieder nach vorne. Ausatmen. Linken Arm lang nach hinten weg. Und ziehen wieder vor. Bleib im Oberkörper aufrecht.
Immer nur einzeln arbeiten mit den Armen. Zwei Stück noch. Ein letztes Mal. Halte mittig, drück die Arme nach vorne. Mach den Rücken rund, schau zu deinem Bauchnabel und atme tief ein und aus. Und dann schieb deine Handflächen nach oben Richtung Himmel, drück die Schultern tief, richte dich auf. Mach dich groß. Nimm die Arme tief, kreis die Schultern zurück und du hast es geschafft. So schön, dass du heute mitgemacht hast. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Wirbelsäule zu dem Workout sagt. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.